Seht ihr auch, was ich sehe? Der Kardinal. Er ist ihr Gefangener. Nicht mehr lange. Ist aber schlecht. Sie haben uns gesehen. Ja, und es bringt dir nichts. Also wir machen sie jetzt gleich fertig. Und dann nochmal auf hier. So. So, wo ist das? Was seid ihr für einer? Oh Gott, seid bedankt. Ohne euch wäre das mein Ende gewesen. Mhm. Euer Eminenz, was macht ihr denn hier? Befrag mich auch. Ich wollte eine Waffenruhe aushandeln. Von wegen. Er wollte, dass jeder Christ in der Schlacht sein Leben opfert. Dann nahm der Sarazene mich gefangen. Ich war bereit, dem Schicksal zu begegnen. Mein Tod hätte unsere Krieger ermuntert. Die Sarazenen töten ihre Gefangenen nicht. Zumindest nicht oft. Bitte, Marie. Es reicht. Euer Eminenz, wir werden euch durch die Tunnel in Sicherheit geleiten. Nun, wenn er bereit ist zu sterben, beachtet mich gar nicht. War nur so dahingeredet. Wir haben sonst keine Hobbys. Da ist mal was. Mal Kiste gucken. Kiste gucken. Also. Da ist sie doch. Ich will endlich schon Klamotten haben. Segen der brutalen Herausforderung. Celine wird bis zum Ende dieser Kapitels brutale Herausforderung gewährt. Eine mächtige Version der fähigen Herausforderung. Tja, super. Ich will aber Klamotten haben. Das ist doch blöd. Durch die Tunnel. Die Leute aus dem Tunnel. Wir müssen hier in den Tunnel. Schlüsschen trinken, ne? Herr, sei oh Ihren Seelen die Sarazenen! So, Giovanni, jetzt komm mal ein bisschen weiter hier. Sag mal, der ist so langsam. Was ist denn los mit dem? Alter, eingeschlafener Kerl. Wo muss ich denn überhaupt hin? Sie kommen! Oh Herr, hilf uns! Oh Herr, hilf uns! Also, hier über die Rübennase drüber und. Yes. Vorwärts! So. Oh, ich stehe schon wieder falsch rum, ich bin ja so blöd. Ah, sie ist weg. Wird er weg. Siehst du? So geht es. Also, Monsieur Bischof, weitergehen. Wo muss ich hin? Ja, Mensch, wo muss ich hin? Wo muss ich denn hin? In meine Pfeilrichtung, ha? Ja, wohin? Hoch, runter. Wahrscheinlich hoch, Monsieur. Da gehen wir doch nach oben. Da kommen wir also wieder so zwei Wundergestalten. Angriff! So. Da, Monsieur Giovanni, bevor wir jetzt hier runterlatschen. Machen wir aber eine Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von The First Templar. Bis dann. Tschüss.